Servus, Freunde des Ballsports. Jude Bellingham ist ja wirklich einer der heißesten Kandidaten, was einen Transfer im nächsten Sommer angeht. 120 bis 150 Millionen will der BVB da als Ablösesumme aufrufen und auch der FC Bayern München soll an Jude Bellingham interessiert sein. Jetzt hat sich eben Bayern-Boss Oliver Kahn zu der Thematik Bellingham geäußert. Und er begann diese ganze Aussage erst einmal natürlich mit einem Lob, was natürlich auch jeder weiß, ist, natürlich halte ich Bellingham für einen hervorragenden Spieler, das sagte Kahn. Und das ist natürlich ganz klar, er ist einer der Shootingstars, einer der jüngsten Kapitäne in der Bundesliga, wenn nicht sogar der jüngste aktuell und absoluter Führungsspieler bei Borussia Dortmund. Auch gestern wieder ein überragendes Tor gemacht, also wirklich Weltklasse-Spieler. Und man hat natürlich jetzt mittlerweile auch bei Dortmund gemerkt, den halten wir nächstes Jahr nicht mehr. Man versucht zwar alles, aber man wird es nicht hinkriegen. Kahn führte aber weiter natürlich fort, man ist mit Kimmich, Goretzka, Sabitzer und Gravenberch auf der Position sehr gut besetzt, sodass man sich eben überhaupt keine Gedanken über einen möglichen Transfer macht. Damit beendet er quasi die ganzen Spekulationen um Bellingham und den FC Bayern München. Klar, wir kennen die Bayern-Aussagen, ein Basta ist das erstmal grundsätzlich nicht. Mal blöd gesagt, wenn jetzt Gravenberch sagt im nächsten Sommer, er würde gerne wieder gehen, weil ihm das Ganze hier nicht gefällt, wenn ein Goretzka sagt, er will gehen, wenn ein Sabitzer keine Leistung mehr bringt. Das sind alles so Faktoren, die können sich natürlich noch in einem halben Jahr, einem Jahr ändern oder eine große Verletzung innerhalb der WM, das kann alles hinzukommen. Und dann sieht das Ganze im nächsten Sommer schon wieder anders aus, aber er stellt natürlich klar auch fest, dass man eigentlich ziemlich gut besetzt ist und man ist eigentlich auch schon überbesetzt, denn wir wissen ja die Situation um Gravenberch, der ist ja total ja, unzufrieden und das auch irgendwo verständlich, weil er will einfach spielen und wenn jetzt überlegt, mein Bellingham noch kommt, ganz ehrlich, dann spielt auch kein Goretzka oder ein Sabitzer nicht mehr und dann sitzen die auch neben Gravenberch auf der Bank und das ist ja nicht zielführend. Aber das ist erstmal eine deutliche Aussage vom Bayern-Boss Oliver Kahn und ich denke, das ist auch erstmal so grundsätzlich richtig. Ich denke auch eher, dass Jude Bellingham den Weg zurück in die Premier League gehen wird. Ich sehe ihn da bei Liverpool, bei City, da soll ja auch Haaland sich so ein bisschen für ihn stark machen. Ich sehe ihn bei United jetzt wahrscheinlich nicht. Arsenal, wenn die mal wieder besser werden. Ja, eigentlich, es wird so ein Ding zwischen City und Liverpool, denke ich, weil das sind ja wirklich die absoluten Top-Clubs in der Premier League. Was meint ihr, wo spielt Jude Bellingham nächstes Jahr? Meint ihr, er bleibt in der Bundesliga bei Borussia Dortmund oder möglicherweise doch beim FC Bayern München? Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.